بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, es gibt heutzutage eine große Fitna und auch für die Nicht-Muslime, die zuhören. Fitna heißt übrigens Versuchung, ja, in dieser Art. Und das ist, dass sogar von einigen Moscheen, die man mittlerweile Tempel nennen muss, verbreitet wird, dass Juden und Christen, wenn sie von der Botschaft des Islams gehört haben und dem Propheten der Lüge bezichtigen, das heißt nicht an ihn glauben, den Koran der Lüge bezichtigen und ihm nicht folgen, trotzdem ins Paradies reinkommen. Das wird erzählt von verschiedenen Verbänden und wer das erzählt, ist selber ein Käfir. Hier möchte ich erstmal eine Sache sagen. Die Übersetzung ungläubig für Käfir ist meiner Meinung nach eine Übersetzung, die nicht wirklich ganz richtig ist. Weil unter ungläubig versteht man im deutschen Sprachgebrauch oft jemanden, der an nichts glaubt. Wir Muslime sagen nicht, dass Juden und Christen an nichts glauben, sondern wir sagen nur, dass sie an eine falsche Religion glauben. Ja. Weil der Prophet a.s.w. sagt in Sahih Muslim ganz klar und deutlich, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Jeder, der von mir hört, egal ob von dieser Umma, von dieser Gemeinschaft, egal ob Jude oder Christ und dann sein Glauben nicht in dem bestätigt, womit ich gekommen bin, wird zu den Gefährten des Höllenfeuers gehören. Das ist erstmal ein Hadith aus Sahih Muslim. So, das erstmal als allererstes. Das heißt, es geht hier nicht um ungläubig an nichts zu glauben, sondern es geht hier um einen falschen Glauben, der zur Hölle führt. So, jetzt will ich erstmal darauf eingehen, warum sagen einige, sie gehen nicht in die Hölle? Und bevor wir zu dieser Frage kommen, müssen wir erstmal fragen, was ist unser Maßstab im Islam? Liebe Geschwister, was ist unser Maßstab im Islam? Und ich sage euch diese Worte, weil ich möchte von euch, dass ihr meine Argumentation auswendig lernt, weil dies eine ganz gefährliche Angelegenheit ist und wir wollen die Muslime retten, davor in den Unglauben hineinzufallen. Deswegen, unser Maßstab im Islam ist Koran und Sunna. Das heißt, das Wort Allahs und die Worte, Taten, Zustimmungen des Propheten, Friede und Segen mit ihm. Das ist unser Hauptmaßstab. Dann schauen wir, ob dieser Maßstab, ob diese Beweise klar und deutlich sind. Dann schauen wir, ob es andere Beweise gibt, die diesen Beweisen entgegenstehen. Dann schauen wir, ob es Beweise gibt, die diese Beweise abrogieren. Das heißt, außer Kraft setzen. Das müssen wir immer gucken bei einem Beweis, um eine richtige Beweisführung zu haben. So. Und derjenige, der klare Beweise im Koran und der Sunna findet, dass Juden und Christen, die vom Propheten Mohammed Friede und Segen mit ihm gehört haben, das ist sehr wichtig. Weil wir sagen nicht, dass derjenige, der keine Warnung bekommen hat und Jude oder Christ ist, in die Hölle geht. Denn Allah sagt im Koran, Sure 17, Vers 15, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ الرَّسُولَ. Wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Und in Sure 4, Vers 115, وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِّ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Das heißt, wer sich dem Gesandten entgegensetzt, nachdem ihm die Botschaft klar geworden ist und einem anderen Weg folgt als dem Weg der Gläubigen, dem werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat, und wir werden ihn in der Hölle schmoren lassen. Das heißt, wir reden nicht über Juden und Christen, die gestorben sind, ohne was vom Islam zu hören, oder die gestorben sind und an die unverfälschte Botschaft von Moses oder an die unverfälschte Botschaft von Jesus, Frieden und Segen mit ihnen beiden, geglaubt haben. Wir reden von einem Juden und einem Christen, der in der heutigen Zeit lebt, dem man vom Islam richtige Informationen bekommen hat, richtige Informationen gegeben hat, und der sagt, nein, ich akzeptiere diese Botschaft nicht, ich akzeptiere den Koran nicht, ich folge dem Propheten nicht, ich muss das nicht. Was mit dem ist? Das ist also unser Punkt. Und jetzt schauen wir,
Welche Beweise haben wir hier? Erstmal, mit welchem Beweis kommt derjenige, der sagt, die Juden und Christen seien keine Kuffar? Sie kommen mit dem Beweis aus Sure 2, Vers 62, der sagt, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Wahrlich diejenigen, die geglaubt haben und die Juden waren und Christen waren und Sabier waren, alle die an Allah und den jüngsten Tag geglaubt haben und gute Werke gemacht haben, sie werden ihren Lohn bei ihrem Herrn haben und sie werden keine Angst haben und sie werden nicht traurig sein. So. Was haben wir eben gesagt? Wenn wir eine richtige Beweisführung haben wollen, müssen wir erstmal alle Beweise zusammennehmen. Das heißt, wir nehmen nicht einen Beweis und interpretieren diesen Beweis unter Ausschluss anderer Beweise, sondern wir schauen uns an, was hat der Koran noch für Verse und was gibt es in der Sunna für Hadithe. Das heißt, wie ist dieser Vers zu verstehen? Dieser Vers ist erstmal offen. Sind hiermit alle Juden und Christen gemeint? Sind hiermit alle Juden und Christen gemeint? Oder sind hiermit bestimmte Juden und Christen gemeint? Jetzt wird jemand sagen, hier steht Jude, Christ. Also sind alle damit gemeint. Dann sagen wir, eine Regel bei der Interpretation des Korans und der Sunna ist es, dass Verse durch andere Verse, die an anderen Stellen stehen, spezifiziert werden können. Das ist eine Grundregel in Usul al-Fiqh. Wir haben einen allgemeinen Vers, der durch andere Verse spezifiziert oder eingeschränkt werden kann. Okay. Dann schauen wir jetzt, was es noch für Verse gibt. Denn wir als Muslime glauben, dass sich der Koran nicht widerspricht. So. Dann finden wir zum Beispiel in Sure 5, Vers 16 oder 17, wo Allah sagt, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمُ. Ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Das heißt, dieser Vers spezifiziert jetzt den anderen Vers und wir wissen, mit den Nasara, die hier gemeint sind, weil hier steht nicht Christen, hier steht Nasara, können nicht die Nasara gemeint sein, die sagen, Allah, also Gott, ist der Messias, der Sohn der Maria. Wer sagt der Messias, der Sohn der Maria ist Gott? Katholiken, Protestanten, Orthodoxe. Das heißt, diese Leute fallen schon mal raus. Sie können nicht mit den Nasara gemeint sein, die in diesem Vers gemeint sind. Und ich bitte euch, liebe Geschwister, dass ihr das auswendig lernt, die Verse, die Beweisführung, damit ihr das anderen Geschwistern beibringen könnt. Jetzt gehen wir weiter. Allah sagt im Koran, in Sure 18, über den Sinn des Korans, وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Also, dass der Koran herabgesandt worden ist, unter anderem, um diejenigen zu warnen, die sagen, Allah hat sich einen Sohn genommen. Das steht auch an vielen anderen Stellen. Das heißt, hiermit fallen schon mal wer raus? Zeugen Jehovas. Und alle Christen, die sagen, Jesus ist nicht Gott, sondern der Sohn Gottes. Dann, nächster Vers. Surat al-Taghab und sagt das Allah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Und diejenigen, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das heißt den Koran für Lüge erklären, diese sind die Gefährten des Feuers, sie werden dort ewig bleiben. Das heißt, die Nasara in diesem Vers, Sure 2, Vers 62, können nicht die Nasara sein, die den Koran leugnen. Nächster Vers, Sure 4, Vers 149 bis 151. Allah sagt, wir müssen an alles im Koran glauben. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِي وَيُرِدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِي وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ وَيُرِدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Wahrlich,
die ungläubig sind gegenüber Allah und seinem Gesandten und wollen einen Unterschied machen zwischen Allah und seinen Gesandten. Und die sagen, wir glauben an die einen und wir glauben nicht an die anderen. Und die einen Zwischenweg dagegen einschlagen wollen, diese sind die wahren Ungläubigen. Das heißt, wenn einer an einen einzigen Gesandten nicht glaubt, ist er ein wahrer Ungläubiger. Das heißt, wenn einer nicht an den Propheten a.s. glaubt, ist er ein Ungläubiger. Das heißt, die Nasara und die Juden, die hier gemeint sind, können nicht diejenigen sein, die den Koran verleugnen, können nicht diejenigen sein, die den Propheten verleugnen, können nicht diejenigen sein, die sagen, Jesus ist der Messias, ist Allah, können nicht diejenigen sein, die sagen, Jesus ist der Sohn Gottes. So. Das heißt, wer bleibt noch übrig? Es bleiben nur die Christen und Juden übrig, die wahre Folger von Moses gewesen sind, die Allah alleine angebetet haben, ja, und die vor dem Propheten Mohammed Friede und Segen gelebt haben. Von den Christen bzw. Nasara können nur diejenigen gemeint sein, die Allah alleine angebetet haben, nicht geglaubt haben, dass Jesus Sohn Gottes ist, alaihissalam, nicht geglaubt haben, dass Jesus Gott selber ist, nicht den Koran verleugnet haben, nicht den Propheten verleugnet haben. Ja. Wer bleibt? Das sind die einzigen, die hier übrig bleiben. Das heißt, wenn wir den Koran als Ganzes betrachten, kommt ganz eindeutig dabei raus, dass derjenige, der den Koran verleugnet und vom Koran gehört hat, ein Käfir ist, der für Ewigkeit in die Hölle gehen wird. Und wer daran zweifelt, und wer daran zweifelt, dass derjenige, der den Propheten Mohammed a.s. zu einem erklärt, nachdem ihm die Botschaft klar gemacht worden ist, nachdem man ihm den Koran erklärt hat, ist ein Käfir. Und da haben wir keine Hemmungen, das zu sagen. Wer die Botschaft klar bekommen hat, wem das erklärt worden ist, ist ein Käfir. Und das muss man hier ganz eindeutig sagen. Und hier gibt es nichts schönzureden dran. Wenn Leute es erlauben, dass der Prophet a.s. in der Lüge bezichtigt wird, ja, und denken dann noch, damit verteidigen sie den Islam und tun dem Islam was Gutes, den muss man fragen, ob sie das Gehirn verbrannt haben. Ja, sie wollen den Islam schützen, die Salafisten schaden dem Islam und sie sagen den Leuten, bleibt ruhig auf eurer Religion, ist kein Problem, ihr müsst den Islam nicht annehmen, der Islam ist eine Religion wie jede andere auch. Was schadet dem Islam? Wenn man sagt, der Islam ist die Wahrheit und das gefällt Hinz und Kunz nicht, so wie sie auch den Propheten bekämpft haben, a.s., so wie sie auch Moses, a.s., bekämpft haben, so wie auch Ibrahim, a.s., bekämpft worden ist, so wie Isa, a.s., bekämpft worden ist, ja, ist das, was dem Islam schadet oder ist es dem Islam, was schadet, wenn man die Botschaft verdreht und zu Leuten sagt, die den Islam annehmen wollen, warum denn? Ja, ist kein Problem, du kannst nicht deiner Religion bleiben, kein Problem. Das heißt, die Botschaft ist ganz klar und deutlich. Und deswegen, liebe Geschwister im Islam, merkt euch diese Argumente. Und in der Sunna sagt der Prophet, a.s., wie ich eben schon gesagt habe, erklärt er den Vers in Sure 2, Vers 62 und sagt dazu, und das ist im Tafsir von Tabari, der größte Tafsir-Gelehrte ist. Er sagt, wer von man sami'a bi man kana ala dini Isa fahu ala khair. Wer auf der Religion von Jesus war, wer der Religion von Jesus folgt, dem geht's gut. Wa man sami'a bi al-yawm, und wer heute von mir hört, wa lam yu'min billadhi ursiltu bi, nicht an das glaubt, womit ich gekommen bin, faqad halak. Das ist in Tabari. Deswegen, wenn irgendein Hodja Angst hat, die Wahrheit zu sagen, ja, wenn irgendein Hodja die Angst hat, die Wahrheit zu sagen, oder versucht, sich bei Hinz und Kunz einzuschmeicheln, das ist nicht unser Problem. Weil wir leben für diese Religion und möge Allah uns festigen. Und selbst wenn die ganze Welt sich gegen uns versammelt, so werden wir die Wahrheit sagen, weil der Islam die Wahrheit ist. Und wir schämen uns vor keinem zu sagen, dass der Islam die Wahrheit ist. Und wir schämen uns vor keinem zu sagen, dass Obama, Merkel und alle, wie sie heißen, kein einziges Molekül im gesamten Universum besitzen, sondern dass Allah
der Herrscher der Himmel und der Erden ist, in den keiner eine Macht hat. Aqulu qawli hadha. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك